Ferienende in Hamburg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Der finale Megastau steht kurz bevor. Ganz Deutschland wird zum einspurigen Nadelöhr. Freuen Sie sich schon auf die Rückreise? Eingefärcht in ihre tüffelige Blechmade. Hinten die quengelnden Kinder, die Dockel, die Steine der alten Großeltern. Auf dem Dach Fahrräder, Surfbrett und Dixie-Klo. Fakt ist, bis zum Jahr 2020 steht jeder Deutsche durchschnittlich 21,3 Tage im Stau. Das sind 504 Stunden, 30.240 Minuten oder 1.814.400 Sekunden. Zur Erinnerung, 21, 22, 23. Bock drauf? Unser Leben verläuft mittlerweile wellenförmig. Hinreisewelle, Rückreisewelle, Vorreisewelle, Durchreisewelle. Verkehrsminister und ADAC haben wie jedes Jahr die immer gleichen unbrauchbaren Binsenweisheiten parat. Carsharing, antizyklisches Fahren, Stoßzeiten vermeiden. Da lachen ja die Hühner und auch nicht mal die. Denn in Deutschland gibt es keine Stoßzeiten mehr. Alles ist Stoßzeit. Nun zur Praxis. Was machen Sie, wenn die Falle zugeschnappt ist, Sie auf unabsehbare Zeit im Gigastau gefangen sind? Stichwort Notfallpakete, die ja sowieso gerade in aller Munde sind. Was benötigt etwa eine vierköpfige Familie durchschnittlich pro Staustunde? Einen halben Liter lauwarmes Wasser, 10 Gramm Müsli-Riegel, ein Stück Fallobst und jede Menge Durchhaltevermögen. Aber nicht nur dem Körper wird einiges abverlangt, sondern auch den Nerven. Gerade Männer verlieren schnell die Kontrolle über sich. Aber deshalb gleich die Frau ansteuern lassen? Moderne Verkehrspsychologen meinen ja, denn Frauen finden sich mit Störungen wesentlich leichter ab. Es spricht übrigens auch nichts dagegen, im Kriegsverkehr einmal die Kinder einzuspannen. Denn für Kinder gibt es nichts Schöneres, als Verantwortung zu übernehmen. Außerdem hören sie so oft zu quengeln und Papi kann in aller Ruhe sein Bierchen genießen. Was ist eigentlich mit No-Gos wie Standstreifen befahren oder auf der Autobahn wenden? Mein Tipp, einfach machen. Übrigens, verfügen Sie über einen ausreichend motorisierten SUV, so können Sie Ihren Weg regelrecht freischaufeln, freifräsen. Bilden Sie Ihre ganz persönliche Rettungsgasse. Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung in eigener Sache. Wenn alles nicht mehr hilft, der Autofahrerkeks Goofy aus der Keksmanufaktur Strunk macht jeden Stau zum Vergnügen. Schmiert nicht, krümelt nicht, macht keine Schweinereien. Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie von mir noch eine Packung geschenkt. Ja, Sie haben richtig gehört. Goofy, der Autofahrerkeks. Hast du Kekse in deinen Wagen? Kannst du jeden Stau ertragen? Viel Spaß im nächsten Stau und einen recht schönen guten Abend.